Achtsamkeit, Konzentration. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Achtsamkeit, Konzentration, Achtsamkeit, Meditation. Achtsamkeit bedeutet doch nichts anderes als konzentriert oder sich zu konzentrieren auf sich selbst, auf seinen Körper, auf den Augenblick, auf den Moment. Und wie oft sind wir im Alltag unkonzentriert bei der Arbeit, bei dem, was wir tun, bei unseren Aufgaben, die zu erledigen sind. Und das ist etwas, was nicht nur einfach auch zu einem bewussteren Leben beiträgt, wenn ich mich in der Konzentration, in der Achtsamkeit auf mich, auf meinen Körper einfach übe. Und das ist auch im Grunde genommen für mich die Übersetzung von Meditation. Das bedeutet für mich nichts anderes als sich konzentrieren auf. Also zum Beispiel den Körper wahrzunehmen, sich auf seinen Körper zu konzentrieren und einfach mal seinen Körper im Ganzen wahrzunehmen. Vielleicht auch mal die Energien im Raum wahrzunehmen, in dem man sich befindet. Auch das hat was mit einer achtsamen Konzentration zu tun. Oder wenn du neue Räume betrittst, wenn du irgendwo eingeladen bist oder in ein lokales Restaurant gehst, so die Türschwelle, schau mal, dass du da künftig vielleicht mal achtsamer über Türschwellen gehst und achtsamer, konzentrierter einen Raum betrittst und mal bewusster die Umgebung einfach wahrnimmst, die Objekte, die Gegenstände, wie fühlt sich das alles an, wie fühlt sich die Energie in diesem Raum an. Oder überhaupt auch mit der Begegnung mit Menschen, mal auch da die Konzentration darauf zu richten, wie fühlt sich das Gegenüber an. Welche Ausstrahlung hat der oder diejenige? Auch das führt dazu, ein achtsameres und bewussteres Leben zu führen, weil man einfach viel mehr im Hier und im Jetzt und im Moment ist. Also so kannst du dich den ganzen Tag über in deiner Konzentration üben, achtsamer zu sein. Und das wirkt sich natürlich auch ganz enorm auf alle anderen Lebensbereiche aus, nämlich bei deiner Arbeit, bei deinen Aufgaben, die du zu erfüllen hast, auch da mit einer besseren Konzentration bei der Arbeit zu sein. Und so wird es dir leichter fallen, weil einfach die Energie leichter zu dir fließt und du die Energie einfach auch leichter weiterfließen lassen kannst. Und so, ja, wird dir deine Arbeit auch, wie man im Volksmund so schön sagt, langfristig gesehen mit diesen simplen Übungen leichter von der Hand gehen. Ich wünsche es dir aus ganzem Herzen und danke dir für dein Interesse, für dein Dabeisein und sage Tschüss, bis morgen, bis zum nächsten Achtsamkeitsvideo. Deine Irmgard, ciao, ciao.